In einem bewegenden Interview mit Good Morning America, das am Freitag in voller Länge ausgestrahlt wird, hat Prinz Harry zum ersten Mal öffentlich über die Krebsdiagnose seines Vaters, König Charles, gesprochen. Während seines Aufenthalts in Kanada, wo er zusammen mit Herzogin Meghan den Countdown von 100 Tagen bis zu den Invictus Games in Whistler und Vancouver einläutet, öffnete sich Harry gegenüber Will Reeves. "Ich liebe meine Familie", erklärte Harry. "Die Tatsache, dass ich in ein Flugzeug steigen und ihn sehen und Zeit mit ihm verbringen konnte, dafür bin ich dankbar." Obwohl er nicht im Detail darauf einging, was während seines Wiedersehens mit seinem Vater besprochen wurde, äußerte er sich positiv auf die Frage, ob die Diagnose eine vereinigende Wirkung inmitten ihrer Fehde haben könnte. "Ja, sicher. Bei all diesen Familien sehe ich es täglich, die Stärke der Familieneinheit, die zusammenkommt. Ich denke, jede Krankheit bringt Familien zusammen", sagte Harry. Während des Interviews wirkte Harry entspannt und gut gelaunt, und es wurden auch Aufnahmen von ihm und seiner Frau in Kanada geteilt. Die Beziehung zwischen Charles und seinen Söhnen hat Höhen und Tiefen erlebt, doch dieses neue Interview könnte ein Zeichen für eine positive Entwicklung sein. Das Interview fällt zusammen mit der großen Neugestaltung des Paares, bei der sie Sussex.com, eine One-Stop-Shop-Plattform für ihre Aktivitäten, ins Leben riefen. Trotz Kritik einiger, die glauben, sie würden ihre königliche Verbindung ausnutzen, haben Harry und Meghan entschieden erklärt, dass dies nicht der Fall sei.